Servus und herzlich willkommen zum zweiten. Ich bin ein bisschen abgefuckt. Ich habe heute Morgen ungefähr 35 Minuten Aufnahme zu diesem Thema gemacht für dieses Diskussionsvideo. Ich wollte mich gerade ans Schneiden setzen und irgendwie war der Ton weg. Keine Ahnung. Der hat den Ton gar nicht aufgenommen. Ich konnte nichts retten. Ich muss jetzt ein zweites Mal babbeln. Ich versuche mich diesmal aber kürzer zu halten, auch aus Zeitgründen. Also, erstmal schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute geht es für mich um die Contender-Frage 2024. Wer wird der nächste Dilte die Contender? Ich stelle mir die Frage jetzt schon. Warum? Weil vor knapp einem Jahr, also ein bisschen später im Jahr war es, glaube ich, April oder spätestens Mai, hat Dilte Lee 5 Contender aufgestellt, die ihr als Community voten könntet. Oder ihr konntet euren Vote für einen von den 5 abgeben. Und der Gewinner, das war im letzten Jahr Nights, der ist dann ins Titelmatch gekommen. So, ich will ganz kurz ein bisschen ausholen und sagen, wie bisher in der Diltily History die Titelmatches zustande gekommen sind. Und zwar fange ich an bei Nidal gegen Brian Damage. Das ist im Endeffekt so gewesen, dass Nidal eine Bombenstatistik hatte. Ich meine, der ist mit einem 5:0 in das Titelmatch gegangen. Ich habe nur vorhin in dem Video auch nur 4 Leute aufgezählt bekommen. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, wer der 5. Gegner war. Also Mars B, Dr. Dave, der Fischer und Bongtaggy. Aber wen hatte der denn solo noch? Der hatte 2 Tour und Twos, beide Male mit Mighty. Einmal gegen Duff und Merlin. Das ist das berühmte Match, wo Duff am Ende auf jeden Fall alleine da stand. Und dann einmal gegen Brian Damage und Philipp Kuh, das war quasi das erste Mal, dass wir Nidal in einem Battle gesehen haben. So, damals hat Dilte Lee im Team beide Contender selber entschieden. Na, ich glaube, man hätte noch drüber reden können, Bongtaggy in dieses Match zu stellen. Der hat natürlich kurz davor gegen Nidal gebattelt, hat verloren. Laut Judging, so, ich finde auch zu Recht, es war ein sehr knappes Match, aber ich finde trotzdem, dass Nidal das auf jeden Fall gewonnen hat. Zu dem Zeitpunkt, wen gab es denn noch? Also Mighty war nicht so präsent bei Dilte Lee, der war eher in den BMCLs. Merlin ist lange nicht da gewesen, also ich finde auf jeden Fall Nidal da richtig. Brian Damage ist auf jeden Fall auch seit Tag 1 dabei. Der hat eine nicht so krasse Statistik, wenn man jetzt drauf guckt, wie Nidal gehabt. Liegt aber auch daran, dass er zu dem Zeitpunkt schon viele Unjudged Battles gemacht hat. Der hatte einige Tour und Twos auf dem Splash. Der hatte dieses Tour und Two mit Karma, Robskio und Harry Crotch, wo die in jeder Runde immer die Partner getauscht haben. Der hatte das Bedbus Battle. Der hatte ein Compliments Battle. Der hatte ein englisches Battle. Also der hat so viel gemacht. Der hat auch hinter den Kulissen, sage ich mal, viel für Dilte Lee gemacht. Der hat, glaube ich, bei teilweise so Location-Suchen geholfen. Der hat beim Scouting geholfen. Also der hat sich auch so im Hintergrund um einiges gekümmert. Und ich finde auch als Most Viewed von Dilte Lee zu dem Zeitpunkt definitiv das Recht, gegen Nidal um diesen Titel anzutreten. Ne? Wie gesagt, Vorgehensweise war, dass das Team von Dilte Lee die beiden einfach entschieden hat, den beiden den ersten Title Shot gegeben hat. Und kleiner Spoiler, wer neu dabei ist, wer es nicht kennt, Nidal hat das Ding geholt. So, im zweiten Jahr ist dann folgende Situation gewesen. Es gab eine Umfrage im Dilte Lee Forum, einfach nur, wen die Community gerne im Titelmatch hätte. Da war, glaube ich, mit großem Abstand Gregpipe vorne. Zu Gregpipe muss man aber sagen, der war meiner Meinung nach nicht so ein aktiver Teil mehr von der Szene. Der hatte für mich war der so auf Legendenstatus. Das heißt, der war nie auf Veranstaltungen, ne, nicht als Zuschauer, auch sonst selten anzutreffen. Der hat ungefähr einmal pro Jahr, hat er irgendwann Matches angenommen, ist zu dem Event gekommen, hat das abgerissen, immer auf höchstem Niveau auf jeden Fall. Aber das ist für mich so ein Ding. Ich finde halt, wer Champion einer Liga sein will, der muss ja nicht unbedingt der Beste sein oder so. Wenn du musst viele Sachen haben. So. Du solltest im Idealfall der Beste sein, aber ich sag mal, so jemand wie Gregpipe, ne, wenn man sagt, Gregpipe ist so der GOAT, ja, wie soll ich sagen, so, dann finde ich, ich finde, da fließen halt auch so Sachen rein, wie dass du regelmäßig da bist, dass du die Liga supportest, nicht nur in Battles, ne, dass du auch so bei Events dabei bist, dass du vielleicht außerhalb von Events irgendwie, also Nidal hat
hat zum Beispiel so viele Formate dann ins Leben gerufen mit Diltily, wo er als erstes war, eine Battlegraphie, Behind the Bars gab's und so weiter und so fort, ne? Und wie gesagt, da fand ich Greg Pipe zum Glück tatsächlich, dass er so selten da war, weil ich, wie gesagt, man weiß nie, wie sich jemand entwickelt, wenn der auf einmal regelmäßig da ist. Also wenn wir jetzt 5 Greg Pipe Battles im Jahr gehabt hätten, dann weiß man weder, wie die Qualität auf Dauer ist, und es wäre, glaube ich, für die Rapper auch kein Highlight mehr, gegen ihn zu battlen, ne? Wenn der auf einmal da auch mit einer 15 Battle Statistik ankommt, so, ne? Und deswegen fand ich es eigentlich bei ihm immer ziemlich geil, dass seine Battles halt auch eine Rarität waren, ne? Deswegen, ich glaube, das Team hat es genauso gesehen. Die Community konnte in dem Fall auch nicht entscheiden. Die sollte einfach nur so einen Wunsch äußern, ne? Und so konnte das Team sich ein bisschen besprechen, gucken, ne, wen wünscht sich das Publikum und wen sehen wir auch da. Ich krieg die Top 5, die es damals gab, halt nicht mehr zusammen. Ich weiß nur wirklich, Greg Pipe war Nummer 1 in diesem Voting, und irgendwo in der Top 5 waren dann auch Lyrico und Robscure mit dabei. Ich meine, auch Taggy, der wollte natürlich nicht, ne, weil, wie gesagt, das Match gegen Nidal ist immer noch nicht so alt gewesen zu dem Zeitpunkt. Und so haben sich die Jungs dann entschieden, Lyrico und Robscure diesmal in einem Contender-Match gegenüberzustellen, und der Gewinner kriegt den Title-Shot. Nächster Spoiler an der Stelle: Lyri hat das Match gegen Robscure gewonnen, stand dann im Titelmatch gegen Nidal, hat das verloren, also hat Nidal damit zum ersten Mal verteidigt, und wir kommen ins dritte Jahr. Da bin ich dann Champion, soweit wollte ich noch nicht, da bin ich dann Contender geworden. Und diesmal wurde es anders wie im zweiten Jahr, ähnlich wie im ersten Jahr, einfach vom Veranstalter so entschieden. Ich habe eben gesagt, ich glaube, wirklich interessant zu dem Zeitpunkt gewesen wären noch Mars, Clap und Taggy. Clap hat, glaube ich, gegen Robscure verloren. Ne, die haben, glaube ich, so kurz nach dem Titelmatch Nidal gegen Lyri hat Clap mit einer super Statistik dann das erste Mal so ein bisschen auf den Sack bekommen. War dann auch ein paar Monate nicht am Start. Dann kam, glaube ich, dieses legendäre Match gegen Finch bei Top Tier Takeover. Und dann kam das Rematch gegen mich dazu gleich. Ich habe am gleichen Tag, wo das zweite Titelmatch war, habe ich eigentlich ein ganz gutes Battle gegen Merlin gemacht. Dann hatte ich dieses Team Nordkorea Battle. Dann hatte ich das Davy Match. Und im Davy Match habe ich quasi Nidal offiziell herausgefordert. Ne? Das war ja auch ein mega Match so. Also ich glaube, ich habe da schon ziemlich abgerissen. Dann wollte ich halt in Hamburg battlen. Clap auch, ne? Also das heißt, das Rematch war kein Contender-Match oder wurde irgendwie von den Veranstaltern so gefordert, sondern wir wollten beide in Hamburg battlen, waren beide mit der Gegnerauswahl nicht so zufrieden. Dann kam von einem der Vorschlag, lass mal Rematch machen. Der andere war einverstanden, so ein bisschen Feuer war da wegen ein paar Shots in den letzten Battles, und dann haben wir das gemacht. Ich glaube aber auch, dass Clap nicht so Bock auf den Titel gehabt hat zu dem Zeitpunkt, weil der hatte vor unserem Rematch, hatte der schon das Splash Battle gegen Nidal gefixt. Das habe ich nämlich, glaube ich, auch in der Line noch erwähnt. Ich habe Nidal dann zum zweiten Mal herausgefordert, habe das Match auch gewonnen, und dann wurde Nidal nach dem Match gefragt, ob er mich als Contender sieht. Er hat selber gesagt, ja. Ja, wie gesagt, Mars, glaube ich, hat zu dem Zeitpunkt nicht so Bock gehabt, die Gründe kenne ich nicht, und Taggy wurde zumindest nicht gefragt, also so, dass ich darüber in Kenntnis gesetzt worden bin, wegen dem B-Day-Match. Keine Ahnung, was die dem gesagt haben. Der hat aber so oder so wohl gesagt, dass er auch für ein Titelmatch raus wäre, ne, weil er im Dezember irgendwie im Ausland ist oder sowas, ne, wenn das Titelmatch stattfinden soll. Dementsprechend habe ich so ein bisschen herausgestochen, hatte Bock, und man hat mir dann ohne Voting, ohne Contender-Match einfach so das Match gegeben. So, das Titelmatch von mir war dann im Dezember 2018. Ich habe mir den Gürtel geholt, und im vierten Titelmatch ist es dann genauso gewesen wie davor bei mir. Mikesh hat über das Jahr einfach super Leistungen gehabt und ist dann vom Veranstalter quasi selber festgelegt worden. Na,
Ich glaube, Kato wäre da noch eine Option gewesen. Das war auch so einer, der zu dem Zeitpunkt ein, zwei Jahre am Start war, alles rasiert hat. Wir waren aber schon Tag-Team, wir waren Bros und wir haben gesagt, wir battlen uns auf gar keinen Fall. Na, wir haben uns ja auch schon sogar im Alpha Royale battlen müssen. Und Kato hatte definitiv dann auch kein Interesse an einem Titelmatch. Somit war Mikesh da eigentlich auch logisch. Na, das heißt, auch Mikesh ist nicht irgendwie durch ein Contender-Match gegangen, durch ein Voting, sondern wurde einfach vom Veranstalter gewählt, zu Recht, und hat sich dann den Titel geholt. So, Mikesh hat den Titel dann nach einem halben Jahr abgegeben. Da kam dann auch diese Corona-Zeit und so, und wo es dann langsam wieder zu Events kam, hat Dilteli gesagt, alles klar, fünftes Titelmatch, wir brauchen zwei neue Contender und auch wie in den Jahren davor oder wie beim allerersten Titelmatch haben die Jungs dann zwei Contender dafür entschieden. Das waren in dem Fall Kato und Robskure. Ich finde zu Recht, die konnte man zu der Zeit, ne, zu der Zeit auf jeden Fall dann auch schon so als alte Hasen bezeichnen. Beide hatten auf jeden Fall vorher schon die Chance. Ne? Kato hat, wie gesagt, nicht so Bock gehabt, gegen mich zu battlen. Und Robskure hatte halt dieses Contender-Match gegen Lyri, was der knapp verloren hat. Und somit ist dann auch sein großer Tag gekommen. Ich fand das in Ordnung. Ich fand, zu der Zeit gab es auf jeden Fall auch ein paar Newcomer, die so über die Corona-Zeit oder etwas davor am Start gekommen sind und auch richtig gute Leistungen in der Zeit gebracht haben. Ich denke da zum Beispiel an Craze, ich denke an Caranova. Aber ich glaube, das war alles für die Jungs noch ein bisschen zu wenig. Also da waren noch nicht so eine Handvoll Main-Matches dabei oder sonst was, sodass man die, wenn Kato und Robskure Bock haben, dass man die denen hätte vorziehen sollen. Deswegen, ich finde, dass das Titelmatch so gekommen ist und so einfach festgelegt worden ist, vollkommen in Ordnung. Na, wie gesagt, viele von den ganz großen Namen sind auch kurz vor Corona oder während Corona gegangen, ne, hatten kein Interesse mehr oder was auch immer. Deswegen finde ich auch die Entscheidung auf jeden Fall richtig. So, jetzt hatten wir ein Titelmatch, was irgendwie anders war als die davor. Es ging nicht so viel irgendwie um den Gürtel. Es war irgendwie nicht so das Top-Niveau von den beiden. Und somit wurde das Match ein bisschen zerrissen und Kato als Champ so ein bisschen hinterfragt. So, und jetzt kommen wir halt zum spannendsten Jahr. Das ist das Titelmatch 2023 und diesmal gab es niemanden, der von Dilteli entschieden worden ist. Es gab kein Contender-Match, weil zwei irgendwie Kopf an Kopf unnormal krass sind und oder krass waren und da irgendwie gegenübergestellt werden sollten, sondern es gab einige, die auf dem gleichen Niveau waren. Und dementsprechend hat Dilteli sich dann entschieden, bevor wir jetzt irgendeinen von denen entscheiden, weil ich glaube, bei jedem gibt es Pro und Contra, den ins Titelmatch zu stellen oder nicht. Na? Und ich glaube, bei jedem wäre das auf jeden Fall auch etwas kritischer gewesen, den einfach festzulegen, als beispielsweise mich oder Mikesh damals. Na? Weil ich glaube, wir waren einfach zur richtigen Zeit auf dem richtigen Level, na, und es gab dann keinen, der irgendwie so genau auf dem gleichen Stand war oder zumindest keinen, der Bock hatte, das Titelmatch zu machen, der auf dem gleichen Stand war. Und das war letztes Jahr definitiv anders. Also ich habe mir auf jeden Fall bei ein, zwei von den Contendern gedacht, okay, ich finde die schon eine Stufe drunter als die anderen. Ne? Ich sag noch mal ganz kurz, die Contender waren Hiding John, Kid Soldier, Caranova Knights und Toby High. Und für mich auf jeden Fall der Contender, den ich gewotet habe, war Toby. Ich muss sagen, ich finde es auch, vor allem wenn man sieht, was für ein Titelmatch draus geworden ist, vollkommen in Ordnung, dass Knights das gewonnen hat. Ich finde das auch vollkommen verdient. Ich hätte es halt trotzdem an Tobi gegeben, ne, weil die beiden sich einfach gegenüberstanden und auch wenn das Community Voting relativ deutlich an Niles ging, war eigentlich die Live-Reaktion nach dem Battle, dass die meisten live vor Ort Tobi vorne gesehen haben. Es war für mich auch das Highlight vom NR Weekend letztes Jahr. Also das beste Match war auf jeden Fall Karma gegen Kiruma, aber das Tobi High gegen Niles Match, das war
ziemlich auf Augenhöhe, ne? Und es gab einfach so viel zu diskutieren. Es gab diese Sache mit dem Ding, was Tobi da aufgemacht hat, ne? Die Direktorin anzusprechen. Es gab von Niles diese unnormalen Callbacks in der dritten Runde, die sich auf mehrere Inhalte aus den ersten Runden bezogen haben. Also da ist so viel passiert, wo man auch drüber reden konnte. Und deswegen war das für mich auf jeden Fall das Highlight. So, und ich gehe vollkommen mit, dass das in Ordnung ist, auf jeden Fall, das geht klar, das muss man nicht kritisieren, dass Nils das Titelmatch dann bekommen hat und ich finde, der hat auch im Titelmatch richtig gut abgerissen. Worauf ich hinaus wollte, das System, wie der Contender gewotet wurde, war auf jeden Fall ganz anders, ne? Und ich muss sagen, ne, das ist nur meine persönliche Meinung, ich fand dieses Voting-System nicht gut. Aus dem Grund, es wurde mit diesem Video angekündigt, wo sich alle so ein bisschen vorgestellt haben, was für mich irgendwie die Contender so ein bisschen geschwächt hat. Das heißt, ich finde, bis dato war es immer so, die Contender oder der Contender hat immer so herausgestochen, zu der Zeit, so in dem Jahr davor, der muss sich nicht vorstellen. Ne? Also ich glaube, weder ich hätte irgendwie ein Video machen müssen, yo, ich bin Jarambo, ich bin 27 Jahre alt damals und ich bin da und da geboren, mache seit so und so vielen Jahren Battle Rap und ich werde Nidal demnächst um seinen Gürtel herausfordern. So, das hätte ich nicht machen müssen. So, jeder wusste doch, wer ich bin. Ich hab das Jahr davor alles rasiert, so, ich habe Top-Leistung, Mikesh genauso, der hätte sich auch nicht vorstellen müssen. Jeder hat den mitbekommen, der hat die besten Battles in dem Jahr davor gemacht und so einen Hype bekommen mit einem Style, mit dem viele Battle-Rap-Fans tatsächlich erstmal gar nichts anfangen konnten. Ne? So von der Vortragsweise. Und deswegen, wie gesagt, ob ich ihn jetzt mag oder nicht, aber ich ziehe auf jeden Fall den Hut davor, dass er das mit so einem Style geschafft hat, so viele Leute zu überzeugen. Und deswegen auch vollkommen zu Recht im Titelmatch. So, und bei diesen fünf Contendern, glaube ich, war keiner so krass wie wir zum Beispiel zu der Zeit oder wie Nidal und Brian davor herausgestochen, dass man da nicht gemeckert hätte, wenn jetzt einer von denen auf einmal als Contender präsentiert worden wäre. Wie das Ganze dann abgelaufen ist, fand ich halt auch nicht ideal. So, ne, vom Zeitpunkt, ne, wann ist richtig, wann ist falsch. Es gibt kein Event, wo irgendwie jeder nochmal ein Battle hat, dass die alle mit den gleichen Voraussetzungen in dieses Voting reingehen, ne, weil beispielsweise Tobi hat für mich mit Niles und mit dem Battle mit mir auch so zwei Monsterleistungen hintereinander abgerufen, wo ich einfach, deswegen war ich der Meinung, der hat sich das verdient. Das war für mich der aktuelle Stand beim Contender-Match. Niles beispielsweise hatte zum Zeitpunkt des Votings nur das Tobi-Match, was auch unnormal krass war. Also da will ich gar nichts anderes sagen, ne? Aber das letzte Match davor war schon 2022. Ich weiß nicht, ob es im Festsaal Kreuzberg bei December war. Hat er da gegen Wolf gebattelt? Ich weiß es nicht mehr. Und in Kassel, glaube ich, gegen T-Way. Und das waren beide gute Battles, aber ich fand die jetzt beide auch nicht so unnormal krass, wie er selber beispielsweise auch gegen Tobi abgeliefert hat. Ne? Wie gesagt, ein Kid Soldier hat kurz davor noch bei Mayhem gebattelt, das letzte Mal dann beim December. Wer war noch drin? Caranova hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nur ein A Cappella-Match aus den letzten 12 Monaten gegen Craze. Das war auch unnormal gut, das sage ich gar nicht. Aber der hat davor so viel Onbeat-Battles gemacht, dass ich zum Beispiel auch fand, fürs A Cappella-Match fand ich den zu dem Zeitpunkt definitiv fehlplatziert. Ne? Und ein Hiding John, der hat für mich sehr viele Battles gemacht, alle auf einem richtig hohen Niveau, aber auch keins, wo er meiner Meinung nach seinen Gegner so richtig gekillt hat, weil das immer bei ihm, das habe ich schon öfter gesagt, so pure Comedy war. Das heißt, ich hätte bei jedem von denen wahrscheinlich was zu meckern gehabt oder hätte auch, oder bei Tobi halt nicht, aber hätte auch, ich glaube, bei Tobi hätten auch genug Leute gemeckert, so, ne? Bei jedem hätte irgendjemand oder eine ganze Menge an Leuten was zu meckern gehabt und bei vielen wären oder bei allen wären auch eine ganze Menge einverstanden. Aber keiner hat so aus der Masse rausgestochen. Deswegen hat es irgendwie Sinn gemacht,
ne, natürlich zu sagen, okay, man muss hier alle so ein bisschen gegenüberstellen. Aber ich glaube, wenn man sich beispielsweise zwei von denen genommen hätte, wie beim Contender-Match, ne, wo man sagt, okay, die haben schon jetzt so auf ganz aktuell gesehen da am meisten gemacht oder am besten abgeliefert, stellt man die ein Match gegenüber. Das wären aber dann wahrscheinlich für mich Tobi und Niles gewesen. Und genau die beiden standen halt gerade erst gegenüber. Da hätte man entweder sagen können, okay, sollte Niles vielleicht auch in München oder zumindest kurz danach, ne, wo das Tobi-Match gegen mich ist, vielleicht auch noch ein Match machen, sodass die beiden so die gleichen Gegebenheiten haben und dann guckt man einfach auf Community Votes oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Ne? Aber wie gesagt, ich fand es auf jeden Fall nicht die Ideallösung, aber ich kann zumindest mit dem Ergebnis leben. Ne? So, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich wollte euch meine Meinung zu diesen verschiedenen Systemen abgeben. Na, also wie sind die Contender bis jetzt ermittelt worden? Wer ist mein Contender vielleicht für dieses Jahr? Und wie gesagt, der Austausch, was findet ihr am besten? Also ich bevorzuge auf jeden Fall das, was am häufigsten passiert ist, ne, dass der Veranstalter selber sagt, ich habe das Gefühl, das ist gerade mein stärkstes Pferd und den schicke ich als nächstes ins Titelmatch. Ne, danach fände ich es gut, wenn zwei auf Augenhöhe sind, dass man die in ein direktes Contender-Match stellt. Wenn das nicht ein Match wie bei Tobi und Knight zum Beispiel, wenn es das nicht innerhalb der letzten 12 Monate schon gegeben hätte, dann hätte man das Ergebnis davon natürlich auch irgendwie einfließen lassen können. Und wenn man halt alles auf die Goldwaage legt, dann hat das Contender-Voting, glaube ich, relativ deutlich Niles gewonnen und somit wäre sein Voting ins Titelmatch auf jeden Fall auch wieder ziemlich in Ordnung gewesen. So, wie gesagt, ich hoffe auf jeden Fall für dieses Jahr, dass es nicht wieder so ein Community-Voting gibt. So vorneweg, das hat gar nichts mit euch als Community zu tun, dass ihr da unfair seid, dass ihr nicht kompetent seid oder irgendwas. Das meine ich gar nicht. Ich finde aber, dieses Voting schwächt ein bisschen das Bild des Contenders, weil ich finde, wenn es so ein Voting nicht braucht, ne, sondern der Veranstalter mit einem guten Gewissen sagen kann, das ist mein Contender und ihr wisst alle, auch wenn ihr nicht hundertprozentig, ne, 100% erreicht man nie, aber der Großteil der Community, der weiß ganz genau, dass der, den wir jetzt auswählen, sowieso alles zerrissen hat gerade und dass an dem kein Weg vorbeiführt. Ne? Das geht halt bei einem Voting verloren, ne? Dass man irgendwie sagt, okay, die sind alle fünf entweder nicht so krass oder keine Ahnung, wir wollen das jetzt nicht entscheiden, jeder hat Pro und Contra und soll die Community entscheiden. Ne? Ich finde, das schwächt den Contender irgendwie, egal wer es am Ende wird. Ist meine Meinung, könnt ihr auch gerne anders sehen, gerne kommentieren, wie ihr dazu steht. Ich komme jetzt zu meinem Contender für dieses Jahr, weil wie gesagt, ich weiß tatsächlich nicht, ob das wie immer im Dezember stattfindet, ob es dieses Jahr vielleicht sogar schon am B-Day stattfindet. Ich kann euch einfach nur sagen, für mich gäbe es aktuell drei Leute, die ich im Titelmatch sehe. Bei zwei glaube ich sogar, die sind nicht interessiert, beziehungsweise vielleicht für den Veranstalter eher uninteressant. Aber ich sage euch auch, wie ich damit umgehen würde. Und zwar sind die drei Leute, die ich da gerade aktuell sehe, Toby High, Craze und Sisyphos. So, Sisyphos auf der einen Seite gerade am meisten, weil der seit seinem Comeback so viele Matches gemacht hat. Also der hat bei Diltily abgerissen mehrfach. Der hat zuletzt bei der FOB ein unnormal gutes Match gemacht. Der hat jetzt vor Mayhem schon wieder ein Diltily-Match. Ne? Also der nimmt sich richtig viel vor und sieht in jedem Match einfach richtig gut aus. Ne? Das ist unnormal. Sein Problem ist, das letzte Match war natürlich das 2-on-2 gegen mich und Kato. Und somit wäre es, wenn man den dieses Jahr ins Titelmatch stellt, irgendwo eine Art von Rematch. Die Frage ist, wie steht Kato dazu? Wie steht Sisyphos dazu? Hat er überhaupt Bock da drauf? Ne? Das ist ungeklärt. Kommen wir zu Craze. Bei ihm, den sehe ich momentan so auf Platz 3 von diesen drei Jungs. Warum? Weil der war für mich definitiv der große Gewinner 2023. Also mit dem Match gegen mich, gegen Cynic und gegen Karanova hat er dreimal Bestleistung bei Diltily abgerufen. Craze war für mich auf jeden Fall der Gewinner 2023, so auf seine Battles insgesamt
oder seine Battles insgesamt betrachtet. Ne, der hat nicht ein Match gemacht, was den so ein bisschen runtergezogen hat, zumindest nicht bei Diltily. Ich fand halt das Tour und Two bei FOB, das ist, glaube ich, das meist besprochenste Battle bei FOB, ne, hat aber auch diesen Grund, erste Female Tour und Two und so und eine Entscheidung, die hinterfragt worden ist und so weiter und so fort. Da gab es so viel, wo man drüber sprechen musste. Ich fand aber das Battle insgesamt auf jeden Fall gut, aber jetzt auch nicht überkrass und vor allem Craze unter seinen Möglichkeiten. Na, ist aber wie gesagt nicht Diltily, aber sein Nachteil ist auch, seit dem Cynic-Match hat der bei Diltily nicht mehr stattgefunden. So, und jetzt ist halt die Frage, wann ist das nächste Titelmatch? Hat er überhaupt Bock? Ich habe nämlich mal gehört, dass er wegen diesem Rematch-Ding auch gar nicht so interessiert ist, dass der sich auch relativ gut mit Kato versteht. Ich weiß es nicht ganz genau, ne? Ich habe aber das Gefühl, er hat gar nicht so großes Interesse. Na, wenn er Interesse hätte, dann finde ich, steht er aber momentan da auf dritter Stelle, einfach weil er, wie gesagt, seit dem Cynic-Match bisher kein Diltily-Match mehr gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt bei diesem Co-Event dabei ist. Beim NA Weekend war er ja auch nicht. Ich glaube aber, der ist erst wieder bei Mayhem dabei. Ne? Da hat er natürlich mit Mighty auch ein richtig großes Kaliber vor der Brust. Da wäre die Frage, was da passiert und ob Interesse da ist. Ne? So für mich. Momentan der, der es sich am meisten verdient hat oder auch die besten Karten hat, ist Tobi. Einfach aus dem Grund, der hat halt, ich meine, Niles und ich sind halt auch inzwischen fast ein Jahr her. Dann hat er ein halbes Jahr Pause gemacht, kam aber dann in Kassel zurück. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Ich kann euch einfach nur sagen, das Match war von beiden Seiten unnormal krass. Also mich hat es mega unterhalten. Es war nach meinem Match, sodass ich das in Ruhe gucken konnte und ich hatte richtig viel Spaß daran. Ne? Von beiden Seiten. Mighty war mega, Tobi war mega. Das heißt, meiner Meinung nach hat er auf jeden Fall an die Leistung aus dem Match gegen mich angeknüpft. Das Two on Two, was der in Berlin, ach, das On-Beat-Match, was er jetzt in Berlin hatte, das hat für mich nichts mit dem A-Cappella-Ding zu tun. Und wie heißt es? Was kam noch? Genau, und jetzt hat er als nächstes das Match bei Mayhem. Und wenn er da nochmal abreißt, so. Dann sollte das Ding eigentlich klar sein. Na, wenn jetzt Craze oder Sisyphos trotz diesem Rematch-Ding Interesse am Titelmatch haben, Bock aufs Titelmatch, dann könnte ich mir maximal noch vorstellen, dass man sagt, okay, nimm einen von den beiden und mach ein Contender-Match beim B-Day gegen Tobi und der Gewinner kriegt dann im Dezember das Titelmatch. Na, das wären so meine zwei Optionen. Ich glaube aber einfach auch mit diesem mit der Leistung, die Tobi im letzten Jahr hatte, die er wie gesagt dieses Jahr bisher hatte, wenn er da jetzt anknüpft, dann kann man den auch eigentlich ohne Voting, ohne Contender-Match oder sonst was entscheiden. Wer für mich auf jeden Fall aktuell auch wieder ein Kandidat wäre, wäre Karanova. Allerdings ist für mich wirklich ein spannender Punkt. Ich will jetzt nicht spoilern, was beim On-Beat-Title-Match passiert ist, aber der hat jetzt am Wochenende, glaube ich, auch sein Titelmatch bei Du und Deine Lions. Und ich persönlich finde, wenn du einen Titel in der Liga hast, egal wie krass das ist, wenn du jetzt von jeder Liga den Titel gleichzeitig hast und sowas, ne? Ich finde aber, das ist halt mehr als ein Status, der für dich als Battle-Rapper steht. Ich finde, du solltest einfach dann auch für die Liga stehen, wo du Titelträger bist. Sprich, mal angenommen, Karanova holt sich jetzt den Titel bei Du und Deine Lions, dann finde ich, sollte er auch vorrangig da präsent sein. Ne? Das heißt, dann sollte er nicht, keine Ahnung, ein Dreivierteljahr nicht bei Doodle battlen und dann da irgendwann verteidigen und in der Zwischenzeit fünf Diltily-Matches machen, sondern dann sollte sein Fokus auch bei der Liga liegen, wo er halt gerade Champion ist. Meine Meinung. So, und dazu sagen, ich mache das jetzt bei zwei Ligen gleichzeitig oder am Ende sogar bei drei oder bei allen, du schaffst es einfach dann nicht auf mehreren Plattformen, glaube ich, konstant auf dieses Level zu kommen, was du hast. Ne? Kann sein, wie gesagt, wenn ihr das anders seht, schreibt das auch rein. Ne? Vielleicht wird auch Karanova dann noch Contender bei Diltily gegen Kato dieses Jahr. Ist ja alles möglich. Ne? Ich habe euch jetzt meine Favoriten genannt, mein favorisiertes System, wie das Ganze entschieden werden sollte. Damit habe ich auch fertig und freue mich auf die Diskussion.
Wie findet ihr es am besten? Wollt ihr am liebsten wieder mitreden? Wollt ihr den Contender voten dieses Jahr? Seht ihr es ähnlich wie ich? Seht ihr jemanden da ganz vorne, den ich jetzt außen vor gelassen habe? Oder wie wäre euer Wunsch, eure Anregung? Ne? Vielleicht gibt es ja auch eine Methode, die wir noch gar nicht hatten. Ich habe auch hier und da schon mal gehört, Turnier. Ne? Turnier dauert dann aber auch immer, ne? Und nimmt viele Matches, die dann in einfach einem Turnier stattfinden, weg, die vielleicht auch irgendwo anders unter besseren Gegebenheiten hätten stattfinden können. Ne? Wie gesagt, ich freue mich auf den Austausch. Ich wünsche euch einen schönen Freitagabend. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Frohe Ostern. Bleibt gesund, bleibt stabil und damit bin ich raus.